Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Okay, ja. Ich bin bereit. Okay. Ich auch. Na dann. Wer ist denn dran? Simon, oder? Nein, ich glaub du. Servus und hallo zu Path of Exile. Es geht weiter im vierten Akt mit dem Simon. Hallo. Und dem Lobby. Hallo. Und dem Lorenz. Okay. Profi-Let's Play. Das wäre mal cool. Da gibt's ja so, kennt ihr diese Duftfernseher, die was auch ein bisschen so den Duft des Films angeblich wieder geben können zum Teil. Was? Hat's ja mal vor 10 Jahren oder so, was hat's dir mal gegeben und da hat's ja im Kreis, das wird so die Zukunft werden und das wird dann jeder haben, weil das halt noch mehr in den Film dann reinversetzt und so weiter. Aber im Prinzip haben sich die nie durchgesetzt, das war halt immer ein Schaß. Das wäre aber irgendwie geil, wenn sowas einmal für die Computerspiele rauskommt. Also, ich meine, in dem Gebiet, in dem wir vorher waren, mit den ganzen Leichen. Eben. Abwasserkanal. Stell dir vor, wenn du kurz vorm Kotzen bist, aber halt, das wäre mal Atmosphäre. Das wäre mega. Dann fehlt noch, dass man so angeschlossen ist an so einem Pulsmesser oder dass man, wenn man Schaden kriegt im Spiel, den auch in Real kriegt, so einen Schlag. Also das gibt ja wirklich schon Leute, die es so machen. Der Oculus Rift. Ja. Dieser Kistensteuerung. Dann schaffen wir, glaube ich, einen Part am Tag. Das sind wir zum Schmeißen. Oh. Moment. Ja, okay. So, aber es gibt ja wirklich schon Tekken-Turniere, da sind die Spieler an so einen Stromschlaggenerator angeschlossen. Jedes Mal, wenn sie im Spiel Schaden nehmen, kriegen sie einen Stromschlag. Echt? Okay. Ich kenne allein so, gibt es irgend so einen österreichischen Händler, der verkauft so, im Prinzip für so betrunkenen Spiele seine, sie haben auch so Schocker-Spiele. Da hat jeder zum Beispiel so einen Joystick in der Hand und dann läuft der Musik von dem Gerät. Und wenn die Musik aufhört, dann muss man den Controller loslassen. Und der, was am letzten loslässt, der kriegt halt so einen Schock durch den Joystick nachher eben durch. Und da kann man die Stärke halt eben einstellen, wie stark das anschocken soll. Das ist jetzt nicht komplett übertrieben, es verbrüht jetzt da niemanden die Hand. Aber man merkt es halt dann schon, wenn man geschockt wird. Und das gibt es halt eben einmal. Ich kann das mit der Musik halt eben, wo man loslassen muss. Dann gibt es auch mit so einer Art Panzern. Da hast du halt so einen Mini-Panzer und schießt halt immer auf den anderen. Und wenn du irgendwo triffst, nachher gibt es halt immer einen Schock durch die Steuerung. Und nirgendwas Drittes gibt es da. Ist ja ganz witzig, finde ich. Also jetzt, ich würde es mir jetzt nicht kaufen, aber wenn es halt irgendwo gibt, ist ganz lustig. Cousin von mir hat das. Dabei zu sein, wenn das jemand spielt, ist sicher lustig. Ja, eben. So daneben stehen und nachher, wenn sie nachher einfach so schreien, so ah, und den Scheißdick halt wegwerfen. Okay, cool. Ich krieg gerade ziemlich Lag, aber hab keine Ahnung wieso. Hab ich da vor unten gehabt, wo die Gegner da gespawnt sind? Moment also mal. Also dieser vierte Akt. Ich mach mal kurz mein Mozilla. Schließ mal kurz. 500 Tabs. Ja, das sollte helfen. Jetzt habe ich nur noch 500 auf meinem anderen Bildschirm offen. Wahrscheinlich streamst du gerade auch noch nebenbei. Ja, ich hab den Stream für das hier abgestellt. Ich verstehe nicht, warum ich lag. Ich muss sowieso mal so anstellen, dass ich streamen kann und nebenbei noch Streams schauen kann. Machst du mit Facecam streamen? Nee. Hab keine Webcam, also. Okay. Da lohnt sich das nicht so. Übrigens, genau, wir haben offscreen noch, waren wir kurz in der Stadt und da hat es einen Gratis-Killpunkt gegeben. Ich habe da dieses Vitality Void geskillt. Vitality. Damit wir noch mehr Leben leechen. Also ich habe momentan gar keine Bedenken mehr. Irgendwie gibt es da abartig viele Karten in dem Akt 4. Sind ja mit dem vierten Akt jetzt ins Spiel integriert worden, diese Karten? Ja, also die gibt es erst seit Akt 4, aber die sollte es eigentlich schon. Also wir, es gab hier auch, ist schon, der Boss-Gegner. Gibt auch schon in anderen Akten die Chance. Oh. Kuckuck. Ja. Okay, aber gibt es erst seit 6 Alter. Tagen. Ja, seit dem 10. Juli. Darauf habe ich ewig gewartet.
Ja, jetzt weiß ich, was du meintest mit, da braucht man schon ein bisschen Leben. Er macht einer genau, so eine Attacke und halbes würde. Leben da. Er greift alle von euch an, außer mich. Ne, der macht irgend so eine blöde, biestige Fernkampfattacke. Oh. Eine garstige Fernkampfattacke. Jetzt greift er mich sogar ziemlich gut an. Kleine Golem. Ich hab mal wieder meinen Chaos Golem gemacht. Ja, jetzt ist der Part, jetzt hat er ziemlich wenig Leben. Ja, ich mach mal ein Portal auf, jetzt kommen von überall Feuerbälle und so. Gemerkt. Ah, ne, ich sterbe. Nicht, okay. Bist du schon wieder gestorben? Ich war im Video, aber irgendwie bin ich permanent auf maximal Leben. Ja, ich weiß aber auch nicht, wie ich da Aqua ziehen kann oder so, keine Ahnung. Ich würde eigentlich ja gerne helfen. Oh Gott. Ich bin eigentlich permanent so eine Flasche mit 1000 Lebensregeneration zu haben ist schon nützlich. Ist er jetzt tot? Nein. Ne, jetzt gleich. Er ist. Wow! Wow! Wow, gib mir das Item. Oh Gott. Boah, what the fuck? Ich regeneriert 660 Mana. Was sind's für abartige Mana-Flasche? Braucht die jemand? Ich hab gerade so eine geschnappt. Waren 1000 Leben Flask, okay, ist weg. Wo haben wir denn? Five. Okay, ne, ich glaub das war's. Braucht das jemand? Ja, Mann, aber auch ein Kniff. Das war jetzt einer von beiden Pfaden, oder was? Und der nächste Dream Path ist jetzt... Achso. Ja. Okay. Gibt's in der Stadt jetzt irgendwo... Nächste Gegend, die finde ich sogar noch cooler. Ich glaube, wenn überhaupt eine Belohnung, dann in Crystal Veins. Also dort, wo diese beiden Pfade anfangen. Ja, da kann man sprechen. Ne, da kann man nur das Ding, was man bekommen hat, abgeben. Das heißt, wir laufen wieder zurück, oder wie? Ja, genau. Zu den Crystal Veins. Okay. Da kann man das bei Lady Diala abgeben. Und dann können wir da Resso machen. Heißt das Path of Exile jetzt eigentlich ja anders? Ist da davor, da ist doch nicht der Awakening gestanden, sondern irgendwas anders in Blau, ja, oder? Ja, davor war es Forsaken Masters. Davor war es Shadow of Val. Das ist praktisch immer solche Art Seasons, was das letzte große Update war. Mhm. Aber ich glaube, das war jetzt mit Abstand das größte Update. Ja, 3 GB ist immer schon ordentlich. Ah, das nächste ist jetzt da dieser Daresso Dream, so ein Eisgebiet. Moment. Ah ja. Macht ihr mir ein Portal oder so? Ne, brauchst du nicht, oder? Nein, nein, einfach zum Wegpunkt gehen. Crystal Veins. Also wir brauchen schon diese Kristalle, damit wir diesen Bohrer hier aktivieren können. Crystal Veins. Wie immer kommen wir hier nicht durch. Aha. Jetzt muss man schauen, dass die ganzen... Dass wir hier noch ein bisschen Slots hinzufügen. Dieser moderne mit Kristallbohrer, der schafft es dann. Mir schaut der komisch aus. The Eye of Desire. Jo, wenn ich mir die Lady so anschaue. Sind wir alle da? Passt. Ja, ich gehe jetzt zu der Resso. Ja. Ich bin so, ich mach hier. Hallo. Ich mach wieder ein bisschen weniger Schaden. Also, hurra. Never tell anyone your password. Warum denn nicht? Was ist denn am Blupsi so verkehrt? Ja. Boah, oder ein Blup. Text. Psst. Oder Möb. Ah, gleich labert ein bisschen lang. Ja, der labert jetzt die ganze Zeit ja immer ab so bestimmten Passagen, labert er immer irgendwas. Ein Eye-Patcher. Ein Woody-Wood-Patcher. Ja.
Es ist ja doch kein Eisgebiet, hat irgendwie so ausgedrückt, es wäre ein Eisgebiet. Man hat es vielleicht an diesem komischen Löwenkopf erkannt, das ist so eine Arena. Ja, also ich kriege jetzt mehr oder weniger doppelt so viel Rüstung, wie es vom Wärter steht. Arena, das liegt mir. Habe ich gute Erfahrungen. Das habe ich ja schon trainiert. Was ist das da? Jurassic Park? Also nach Jasper X. Was habe ich denn da jetzt gelesen? Sollte wieder mal zum Augen ausgehen. Schleichwerbung. Seid ihr jetzt ernsthaft ausgesperrt? Nee, einfach das. Nein, das ich dachte schon. Ich dachte schon, ich bin jetzt alleine hier. Oh, die Tür ist zugegangen, man hat extra klicken müssen. Mir hat es gerade meine ganzen Hotkeys wieder kaputt gemacht, also muss ich das mal wieder mal hier einstellen. Also, your summon Golem Gem is now ready to level up. Was ist das jetzt für eine Story? Wir sind quasi. Ja, wir werden da jetzt reingeworfen, um. Wir müssen in die Träume gehen, dann müssen wir solche zwei Sachen holen und dann können wir den Bohrer aktivieren. Geht uns darum, den Bohrer zu aktivieren. Ja. Aha. Klingt vielleicht nicht spannend, ist es auch nicht. Ja, das. Plot Twist. Na, da hat jemand ein gelbes Blade wieder aufgeklappt. Wer war der garstige Dieb? Das ist Blade. Ist das gut? Na, sehr schass. Wer es immer gestohlen hat, der kann es gern wieder haben. Ich hätte gern nochmal so ein Ding da, so ein Hooksword. Das schaut optisch irgendwie witzig aus. Und dort jemand ein Level up. Juhu! Finde immer so witzig, wenn ich deine Videos schaue. Du hast immer total viele unspent Skill Points. Ja? Tust du dir bewusst immer aufsparen oder ist es einfach zu hektisch während dem. Zu hektisch? Das mache ich dann immer nach dem Let's Play. Meistens. Außer jetzt bei den 34, das hat sich dann schon angeboten. Ja, vor allem, weil ich keine Items mehr tragen hätte können. Mhm. Also, wir rennen jetzt einfach so kleine Mini-Arenen ab und zerfetzen einfach alles. Ja. Ich find's bei dir mal lustig zuzuschauen mit der Facecam. Wie immer grinsfreundlich. So. Manches von dem, was du erzählst, fällt mir wirklich erst auf, wenn ich mir das Video nochmal anschaue. Ja, es ist eh oft so, ja. Wenn ich gerade am Skillen bin oder so. Oh ne, ich hasse die Gegend. Ich schaue prinzipiell eben auch gern bei so Spielen zu, die was ich auch kenne, wenn irgendjemand Let's Playt, weil man nachher mehr auf Details oder irgendwelche anderen Sachen achten kann, als wie wenn man selber spielt. Da fallen dann oft Dinge auf. So wie du, glaube ich, beim Final Fantasy 8 hast gesagt, ist dir ja nie aufgefallen, dass da das Ice on Me Lied im Hintergrund läuft, in der On and Bar. Ja, genau. Fuck. Spins Lane, du solltest da so einen Death Counter schon langsam dann einfügen. Nein, ich auch. Oh Gott, ihr Noobs, es hängt wieder mal alles an mir. Ich hab gerade ein Level Up, als ich keine HP mehr hatte. Hat der also, Portal? Oder? Ja, so muss ich Moment. Portal wäre gut. Portal ist unten. Oh Gott. Danke. Oh Gott, sobald ihr nicht wirbeln, nachher die leben nach unten. Ich hab mir, glaube ich, zwei Portale. Einfach mal gerade gefangen. Okay. Bleib ja nur am Leben, wenn ihr Gegner triffst und stirb ja instant. Ich mach mal, weil es noch nicht hektisch genug ist, die Kiste auf. Na schön. Boah, ein Walnussschild. Oh, schau, er lobt schon unsere Performance. Ja. The Grand Arena. Moment, ich muss kurz skillen. Grand Arena. Ist das ein Ausländer, dieser... Wie heißt er denn? Daresso. Daresso.
kannst den ja mal fragen, wenn wir da sind. Du, der Rest so. Was ich mich schon immer gefragt habe. Woher kommst du eigentlich? Ich weiß, sie werden das sicherlich oft gefragt. Hat der wirklich einen Caesar gewohnt? So wie es aussieht, ist das der Ehemann von Merveille, also dem Endboss von Akt 1. Sind die schwul? Der grad zumindest. Was war der Endboss von Akt 1 noch? Die Endbossin, das war so eine Frau, die so Eis macht. Und so. Ist aber direkt gestorben, glaube ich. Du, Daresso, hallo. Fabulous Attacks. Boah, Riesenspeermänner. Sind die schwul? Mit ihren Riesenspeeren. Oh Mann. Boah, aber jetzt. Reiter. Oh, jetzt geht's los. Oh, Alter. Jetzt krieg ich wirklich meine 100 Stacks. Krieg jetzt meine 100 Devs. Achso, ich hab die falsche Taste im Visier. Mach ich eigentlich überhaupt Schaden? Eher nicht, gell? Ich bin einfach nur ein Statist, der was soll immer umwirbeln. Ich lösch die ganze Zeit ausschauen. Meinen Golem und beschwören wieder. Clever. Ja, stimmt, das steht da an. Ich mach hauptsächlich doch, aber coole Stimmung im Hintergrund, hört man Leute applaudieren. Sterb. Die Arena bei Secret of Evermore. Oh Moment, das ist kein Gegner. Olli, mach schon. Ich habe auch gerade drauf gehalten. Oh, es ist nur Loppi. Oh je, jetzt ist der Applaus weg. Oh, Lacke. Jetzt sind wir wieder in diesen kleinen. Jetzt sind wir wieder draußen aus der Arena. Jetzt kämpfen wir wieder gegen den Speer, Heini. Mhm. Das sind immer so die Verbindungsgänge. Interessant. Was will uns das Spiel damit sagen? Watson, was meinen Sie dazu? Boah, und wieder in einer Arena, auf geht's. Da krieg ich Plug. Steht da, ich kann auch nichts machen. Wie war's, die Statue, oder? Ja. Boah, ich fühl mich Ich komm her und werd erstmal halb kastriert. Also ich nehme mal links den Rudel Wölfe auf mich. Helion? Oh ne. Helion! Die Helion-Wölfe! Das war so. Oh Scheiße! Und der Fässer verreckt. Ich hab ein Portal gemacht. Danke. Ich glaub, du brauchst wirklich mehr HP. Helion! Vielleicht sollte ich mich aufs Spiel konzentrieren. Ja, also die Gegner dazu dissen. Während sie dich one-shotten. Wer zuletzt bellt. Wer den letzten Helium-Luftballon inhaliert. So. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Helium schmeißen, oder wie das so geht. So, ich kann wieder mal skillen. Geil. Geil. Resistenzen? Na, Resistenzen ist für Pussys. Da Leben. Bringt Stärke auch Leben? Ja. Okay, dann mache ich pro plus 30 zwei Stärke gibt's ein Leben. Okay, dann schauen wir, jetzt habe ich 699. 716. Boah! 20. So ein halber Angriff mehr. Da hast du immer noch genau nichts. Super.
Mau, mau. Ich bin nicht der, der was gestorben ist. Möchte ich dann nur einmal anmerken. Ma, wie hätte auf den anderen Skill rübergehen sollen? Das 30 Stärke bringt ja gar nichts. Ach, ich lasse es trotzdem. Passt, sind wir bereit für die nächste Arena? Meine tapferen Gladiatoren. Ich würde sagen, der Bogenschütze geht zuerst. Ja. Scout mal vor. Auf ihn! Hier gibt's nämlich Bosse. Ja, das habe ich natürlich nicht gesagt. Einmal kein Spoiler. Oh Gott, Hunde. Der Cassius. Helium-Hunde. Das ist ja cool, weil der so einen Hund aufhebt und den dann inhaliert. Oh, Alter. Oh, mega Leck. Mega tot. Hat irgendjemand ein Portal? Ja, ich hab's aufgemacht. Ich kann nicht aufhören wirbeln. Ich kann nicht aufhören zu wirbeln. Na, ist wirklich so. Sobald ich aufhöre, nachher bin ich tot. Dieser Felix rennt die ganze Zeit weg. Dieser Felix. Aus Felix. Stirb Felix. Ich dachte mal, es wäre eine Frau. Gelber Bogen. Ja, ich schaff grad Platz im Inventar. Nicht das habe ich bei dir gesehen. Du hast ja die Kiste voller Ramsch. Du konntest ja jeden Scheiß auf. Ja, das kennst du von Titan Quest schon, oder? Ja, der kleine Messi. Ja, bei Titan Quest hast du ja nur die guten Sachen eigentlich aufgehalten, oder? Was bringen? Wobei, na, da ja. Spuck ich auch. Stimmt. Ich oh Gott, die Erinnerungen kommen retour. Ich finde schon, aber Messi sagen ja auch, sie heben nur die guten Sachen auf. Diese Flasche kann ich ja bestimmt noch mal brauchen. Diesen Ring plus 5 Stärke. Wahrscheinlich liebt uns. Der labert die ganze Zeit. Bei Simon, gell? Ja. Schau, is your passion enough to claim a crown? Dieser Simon labert die ganze Zeit. Und da ist schon wieder Plack. Boah ja, der Previous King of the Swords. Krieg ich auch mal Plack. Der war schon ein krasser Typ. Na, wer kennt's aus welchen Let's Play ist das? Diese Steinstatue. Das ist krass. Achso. Vor allem die Ärzte. Boah, Daresso. Achso, das ist der King of the Swords. Aha. Der Schwule. Boah, schau, der kann Schwerter wirbeln und werfen lassen. Ja, wirbelt mit seinem Schwert. Nicknack. Ich glaube ja, dass mein Nackenschutz auch Schaden macht. Oh Gott! Oh fuck. Oh, ich bin auf ein anderes Portal gegangen. Ich bin auf ein anderes Portal gegangen. Wer hat denn jetzt gemacht? Da ist ja Dachsen drauf. Ich renne jetzt nur doof durch hier. Hat wer jetzt gemacht im Portal? Ja, es ist ich hab eins gemacht. Danke. Ah ja, wenn man jetzt draufhaut, heilt der sich, glaube ich, wenn der in so einer roten Blase ist oder so. Ey, wie übertrieben das ist, Alter. Aber ein geiler Angriff. Alter, wie übertrieben. Aber er nimmt irgendwie wenig Schaden. Ich nehme mehr Schaden. Und er nimmt mir meine 32 Energieschild da und weg, die Sau. Bleib mal hier, ich kann nicht mit dem Bogen nicht mal anvisieren so schnell, wie es das sagt. Oha, wenn er den roten Kreis da hat, sollte man dann abhauen. Ich glaube, dann heilt er sich, wenn man den angreift oder so. Alles ähnlich viel. Boah, jetzt verreck ich. GG! Schön, halt, rissen wir. Nein, ja, nicht die schon wieder. Aus irgendeinem Grund kriege ich manchmal ein bisschen die Flaschen aufgefüllt, aber ich weiß nicht woher. Vielleicht von diesen Dingen, die er beschwört.
just diese Kack-Statuen da, die so geil one-shotten, wenn man in der Mitte steht. Stirb! Oh Gott. Dareso. Oh, los, Golem! Achso, stimmt, der war nein, nicht. Nein, ich, nein! Ich wähle dich! Ich wähle dich, Golem! Ich wähle dich, Golem! Töte ihn! Ah, ich bin tot. Nein! Oh Gott, jetzt rauscht er aus. Portal, bitte! Oh Gott, Portal ja. Portal ist eh da, oder? Achso. Oh fuck, ich warte, ich mache einmal. Ich bin wieder aufs Portal gegangen, ich bin aufs Portal gegangen! Ihr habt uns geöffnet, meint es offen. Ich bin sicher, der Held. Der Unbezwingbare. Aber er ist bald tot. Jawoll. Was Grünes. Job, Team. Ja, die müssen immer verbessern, ey. Viel zu einfach. Verarsch mich nicht. So ein Eierschaukelspiel da. Irgendwer hat schon wieder gelbes Schwert geklaut, oder? Ja, das war ich. Da denkst du nichts dabei, gell? Nimm schon einfach. Brauchst du das? Das hat recht gute Rolls. Ja, das ist wirklich relativ gut. Zeig mal. Ist es ich brauch ja. Nur One-Handed Sword. Zeig mal. Nee, ist Two-Handed. Achso, nein, nachher brauch ich es. Hat eben 90%. Dann noch ein bisschen Attack-Speed. Na, ich verkauf's. Gehen wir jetzt in die Stadt zurück? Ja. Na, alles verkaufen? Will das wer? Ich mach mal Sorgen um euch, wenn sie jetzt schon so untergeht. Was ist noch mit dem Endboss? Viele Portale. Wir können uns da nicht ewig durchziehen. Ohne Hochmut. Er kommt immer stets vor dem Fall. Macht's doch bitte nochmal im PvP zum Abschied. Du bist ein Eisgolem-Gem da. Kann in der Stadt irgendeine Quest einlösen jetzt? Na. Du nicht. Aber den Bohrer kann ich jetzt aktivieren, oder? Ja. Achso, aber das sieht nicht jeder, oder? Wart mal, bis alle da sind. Oder kriegt da jeder seine eigene Animation? Ich glaube, jeder kriegt seine eigene. Folge ist übrigens zu Ende. Ja, ich aktiviere noch den Bohrer. Krass, 31 Minuten. Das ist eine ultra lange Folge. Achso, nein, ich hab Gelaber mit dabei. Das wird ja alles rausgecuttet immer. Num nums, time my little rapture. Okay. Okay. Das wäre jetzt das Endboss Dungeon. Das ist ja kein Bohrer, das ist ja ein Laser. Wir sind schon beim Endboss? Laser? Ja, da gibt's aber noch 4 Vorbosse. Okay. Die dann könnte man das ja heute durchschaffen. Aber ich glaube jetzt momentan ist das erste Mal Pause, oder? Oder hast du einen Bohrer auch schon gezeigt? Nein, noch nicht, gell? Nein, warte mal, wo, was mache ich? Muss ich hin? Wieder zu dem Wegpunkt, zu den Crystal Wains. Was habe ich jetzt gemacht? Fuck, jetzt habe ich irgendwas angenommen, BVB, vermute ich mal. Oh ja. Genau. Aber ich mag nicht sterben, können wir das bitte lassen? Ich habe gedacht, da wollte ich ins Team. Go, go, Olopi. Aber schau mal, ein Spiel crasht gerade. Ja, Sieg! Nee, es lädt wieder, okay. Oh Gott. Ich kann jetzt aussteigen. Okay, das war also der Bohrer. Jetzt machen wir alle hier PvP.